Okay, nein, Leute, keine Sorge. Und ihr seht es direkt, das hier ist nicht Call of Duty. Ich spiele normalerweise immer nur Call of Duty auf meinem Kanal, da es das einzige Spiel ist, was ich auch nicht kann, aber wo ich so einigermaßen weiß, wie das funktioniert. Heute spielen wir mal Fortnite und ihr bekommt ein paar Tipps und Tricks von mir. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Plan von dem Spiel, aber ich habe schon mal gewonnen. Mit Stylers. Das ist meiner. Oh, hier ist irgendwo eine Kiste. Oh, da will einer durch. Scheiße, nur noch 4 Schuss. Ach du Scheiße. Ich bin tot, ich bin dead, er ist tot. Oh, hört ihn? Alles meins. Okay, ihr seht es schon, ich habe einen komplett anderen Hintergrund, denn ich bin in einer Wohnung, in der ich wohne. Oh, bitch. So viele Leute habe ich wirklich noch nie getötet, als jetzt ohne Scheiß. Da ist er. Und Leute, ich bin in ein anderes Bundesland gezogen. Und zwar die ehemalige DDR. Go, Charlie, go. Go, 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 Charlie. Go, Charlie. Übrigens, wenn ich öfter andere Games zocken soll, bevor World War 2 rauskommt, dann lasst einfach mal eine Bewertung auf dieses Video da, um mir zu zeigen, dass euch das Video gefällt und dass euch das Spiel gefällt. Ich wohne im Osten. Die Leute sprechen ja jedes G wie ein J aus. Also ich meine, warum? Das Wort gejagen heißt dann einfach gejagen. Was ist das? Give me that shit. Aber auch in der ehemaligen DDR wissen sie schon was Gutes. Ich bin so retarded. Komm schon. Ich bin so dumm. Oh, Mann. Komm, cut that shit out. Wurde von KFC Bato getötet. Mann. Also Leute, ja, ich lebe jetzt im Osten und muss wohl die AfD wählen. Aber so schlecht ist es gar nicht. Die neue Crip kann ich mir natürlich nicht einfach so leisten, da ihr rein gar nichts über den Amazon-Link in der Videobeschreibung beim letzten Video gekauft habt. Rein gar nichts. Ach, komm schon. Ihr habt in diesem Video aber wieder die Chance, über meinen Amazon-Link in der Videobeschreibung einzukaufen und mir dadurch eine Provision zu verschaffen. Denn Leute, ich muss jetzt Miete zahlen. Das ist kein Spieler, das macht nichts, okay. Gut. Oh, Motherfucker. Oh, lol, hä? Ja, mit der Waffe kann ich eh nicht umgehen, ist aber auch egal. Pass auf, Leute. Alle Leute, die über meinen Amazon-Link kaufen, ja, und mir davon ein Bild schicken, ein Proof-Bild, ja, die bekommen einen Shoutout in meiner Snapchat-Story. Oh mein Gott. Was, Marius Weidel, was machst du denn? Er hatte 4 HP. Nein, Spaß. Das mit den Amazon-Links in der Snapchat-Story klingt vielleicht erbärmlich. Und das ist es auch. Weil ich meine, hey, ich brauche Geld. Ich studiere jetzt nämlich auch. Ja. Ich. Viele Leute werden es ja schon Anfang des Jahres mitbekommen haben, als ich in Videos sehr oft über das Abitur rumgeheult habe. Ich bin am Arsch. Da war eine Waffe. Oh, sie hat die Waffe nicht gesehen. Wer ist jetzt am Arsch, Bitch? Da war doch eine Waffe drin. Warum hat sie die nicht... Oh, what the fuck? Wie mache ich denn da jetzt eine Treppe? Bauen! Bitte! Bauen! Nein! Hä? Und jetzt ist da nur Scheiße drin, oder was? Egal wie viele Likes ihr drauf habt, ich spiele das Scheißspiel nicht nochmal. Ich bin... Oh mein Gott, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht... Er heißt Bill. Aber ja, Leute, ich studiere jetzt. Und viele haben gesagt, die Studienzeit wird die beste Zeit deines Lebens. Aber Leute, jetzt selbst abwaschen und die Wäsche machen. Und das ist die beste Zeit meines Lebens?
Ich möchte sterben. Und Leute, ich studiere jetzt natürlich nicht, weil ich nicht wusste, was ich arbeiten soll. Nein. Nein, also jetzt wirklich die Sachen, die man mit meinem Studiengang jetzt macht, klingen richtig interessant. Und ich habe da wirklich halt auch, also jetzt im Ernst, wirklich mega Bock drauf. Der Abschluss mit dem Bachelor bringt mich halt in eine viel bessere Richtung, die ich im Endeffekt auch gehen möchte. Nämlich ganz bodenständig YouTube-Star werden. Heute war erstmal so der Einführungstag für die Erstis und das, was der Professor so erzählt hat, war schon ein angehobenes, hohes Niveau. Aber draußen auf dem Unicampus haben dann schon die ersten Leute um 13 Uhr angefangen, Pfeffi zu trinken und laut 187 zu hören. 187! Huch. Ey, lass mich einfach rein, okay? Hä? Oh mein Gott, ich hab die Waffe gewechselt. Ich war zu dumm, aber ich hab ihn trotzdem getötet. Geil. Der dunkle Lord YouTube. Also mein weiterer Lebensabschnitt wird dann wohl unter dem Motto verlaufen. Ohne mein Team, Hamburg, Berlin, West-Wien. Wie ohne mein Team, nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang, ab 13 Uhr ist schon okay. Ein Glas Yamazaki.